Na, herzlich willkommen zur Clinical Journal Club für diese Woche, meine Damen und Herren. Das Bild im New England Journal ist schon letzte Woche, das von dieser Woche werde ich gleich zeigen, ist diese Frau mit einem roten Auge und sie beschwert sich über Doppelbilder und hat auch andere Beschwerden. Und es sind fünf Sachen im Angebot hier. Dermatomyositis, Krebs, orale Kontrazeptiva, was in diesem Alter man wahrscheinlich nicht mehr braucht, Gesichtstrauma und Sinusitis. Und das Erste, was auffällig ist, ist, dies ist ein unilateraler Prozess. Und das Zweite ist Doppelbilder. So, hat irgendwas zu tun mit irgendeiner Masse, könnte entzündlich sein, könnte vielleicht auch ein Tumor sein, könnte damit zu tun haben, dass irgendwelche Venenthrombosen im ZNS stattgefunden haben. Aber Dermatomyositis ist es nicht, weil das bilateral ist und führt eigentlich die Augenmuskulatur ist da nicht involviert und führt nicht zu Doppelbildern. So, die anderen vier Sachen sind möglich. Und wir sollen das auswählen, was am wenigsten wahrscheinlich ist. Und das ist Dermatomyositis. Und diese Frau hat eine zerebrale venöse Thrombose. Und wir gucken uns diese Sachen an. Dies wäre dann Dermatomyositis, Skelettmuskelentzündung, Autoimmunerkrankung. Diese Leute haben auch rosa gefärbte Augen in der Regel, aber es ist natürlich bilateral. Und Frauen sind häufiger betroffen als Männer und eigentlich nicht so häufig bei Menschen. Aber es stellt sich heraus, dass bei Hunden es ziemlich häufig ist. Dann zerebrale venöse Thrombosen können in unterschiedlichen Arealen stattfinden. Würde man, hier ist ein CT-Bild, wo man diese Thrombose sehen kann. Unterschiedliche Venen können involviert sein, werden wir uns im Moment gleich näher angucken. Und hier ist diese Frau, das ist dann in dieser Woche gezeigt worden. Hier sehen wir, dass sie Doppelbilder haben muss. Und in dieser Bildgebung sehen wir hier eine Thrombose von der Vena irgendwas hier, Vena ophthalmica superior, und dann sind auch unterschiedliche Thrombosen hier an anderen Stellen, und dies ist eine infektionsbedingte Thrombose, und ihre Blutkulturen haben ergeben Enterobacter cloacei Komplex. Sie waren nicht immunsupprimiert, und warum sie das bekommen haben, bleibt rätselhaft, aber sie wurde operiert und antibiotisch behandelt und ist dadurch besser geworden. So, Sinusthrombosen kommen vor und haben unterschiedliche Ursachen und man sollte die Diagnose stellen können. Das erste Thema im New England Journal war dieses und es geht um die ischämische Präkonditionierung. Und es ist im Prinzip so, dass wenn wir jetzt die Koronararterien abbinden würden für 20 Minuten und dann loslassen, wenn wir das einmal machen, dann ist die Wiederherstellung des Koronarflusses erheblich verzögert. Aber wenn wir das anstatt dessen im Tiermodell mehrfach unterbinden, die Koronarien, und immer wieder loslassen, dann gibt es endgültig eine Toleranz zu der Ischämie. Und das ist hier gezeigt. Das Aufnahmeverfahren nicht ganz so schnell wie hier, klar. Aber hier sehen wir einmal ischämisch für diesen gewissen Zeitrahmen, vielleicht 20 Minuten oder so, dann ist die Erholungsphase erheblich verzögert. Aber wenn wir mehrere Ischämien auslösen, dann sehen wir, dass sofort ist der Fluss dann restauriert, wenn die Ischämie dann aufgehoben wird, obwohl dieser Zeitverlauf und dieser Zeitverlauf ähnlich waren. Dieses Phänomen heißt ischämische Präkonditionierung und man geht davon aus, dass irgendwelche Stoffe freigesetzt werden, die ATP-abhängige Kaliumkanäle oder andere Sachen beeinflussen könnten. Sind 43 Sachen, kommen hier in Frage und es ist ein ziemlich kompliziertes Verfahren. Aber dies ist bekannt seit über 30 Jahren. Jetzt, es gibt auch eine ferne ischämische Präkonditionierung und dies klingt eigentlich fantastisch. Man kann etwas anderes vorübergehend ischämisch machen, wenn man das wiederholt, dann könnte es dazu führen, dass die Koronarien von Ischämie geschützt werden. Und es gibt einen Haufen an Literatur darüber und auch mehrere Lancet Papers. Was hier gemacht wird, ist, bevor einer
OP an den Koronarien wird hier der Arm unterbunden für eine gewisse Zeit. Und man geht davon aus, dass irgendwelche Freisetzungen von irgendwelchen Stoffen hier dann eine Rolle spielen, die die Koronarien so beeinflussen, dass eine Ischämie der Koronarien dann während der Operation dann nicht so schlimm ablaufen würde. Das wäre eine ferne Präkonditionierung. Und wie gesagt, es gab Lancet Papers, es gibt einen Haufen Literatur über dieses Phänomen. So sind große Studien in den USA durchgeführt worden, viel größer als was sonst in der Literatur liegt. Und dieses, es geht hier um lauter Leute, die diese Corona-Operation geschickt worden sind. Und die sind randomisiert worden zu einer armferne ischämische Präkonditionierung, wo dann, nachdem sie anästhesiert worden war, hat man dann eine Manschette an den Arm gesteckt und hat den für 20 Minuten aufgeblasen und bei der anderen Hälfte hat man die Manschette nicht aufgeblasen und dann war der Gedanke, dass diese ferne ischämische Präkonditionierung dann eine Reihe von primären und sekundären Ereignissen dann günstiger gestalten würde. Und der primäre Endpunkt war Tod, Myokardinfarkt, Schlaganfall, akutes Nierenversagen. Alles Sachen, die in vorherigen Studien, auch die Geschichte mit akutem Nierenversagen, das war ein JAMA-Paper, dass die dann weniger auftreten würden bei den Patienten, die diese ischämische Präkonditionierung erhalten haben. Und hier sind die Leute, sind natürlich ältere Menschen, die an ihren Koronarien operiert werden und wie die Klappen funktionierten und diese ganzen anderen Variablen waren in beiden Gruppen ähnlich. Jetzt. Hier ist das Endergebnis. Absolut nix. Und wir sehen hier in dieser multizentrischen, doppelblind randomisierten Studie 1403 Patienten, koronare Bypass-Operationen und die haben alle in der Regel Propofol gekriegt. Das hat hier keine Rolle gespielt, aber dieses ferne, remote, ischämische Präkonditionierungsverfahren hat diesen Leuten nicht geholfen. Und ich zeige Ihnen jetzt nicht die zweite Studie im New England Journal, die war noch größer, ähnliche Geschichte, ähnlicher Ansatz und da war auch absolut nichts. So diese Strategie bringt nichts, Schuss im Ofen, können wir abschreiben. Dann das nächste Thema im New England Journal war die Multiple Sklerose und wie Sie wissen, komplizierte immunologische ZNS-Erkrankung hat unterschiedliche Verläufe. Wir können das in Bildgebung dann sehen, weiße Flecken im MRT will man nicht haben. Und die Verläufe sind unterschiedlich und viele Leute mit MS erleben das in Schüben, sodass sie auch von alleine besser werden. Sie werden schlechter und besser und schlechter und besser und schlechter und besser und langsam. Im Verlauf werden sie dann irgendwann schlechter. Aber das ist besonders der Fall bei Opticus Neuritis, wo man Sehverlust hat in einem Auge und dann wird das von alleine besser. So. Das führt dazu, dass Studien, therapeutische Ansätze sind natürlich ziemlich schwer zu beweisen bei MS. Was bei MS eine Rolle spielt, sind diese immunologischen Abläufe und ein Gedanken ist, dass IL-2 hier eine Rolle spielt und IL-2 hat einen Rezeptor, der wird auch genannt CD25 und dies ist eine wichtige Schaltstelle, was eine ganze Reihe von T-Zellen und Gedächtnis-T-Zellen und alles Mögliche hier anschaltet. Und in dieser Studie, die wir jetzt uns angucken, es gibt einen Antikörper gegen dieses CD225, das ist eine Alpha-Untereinheit von dem Interleukin-2-Rezeptor. Und dieser Antikörper heißt Daclizumab. Und die läufige Therapie für MS sind unterschiedliche Sachen, die gegeben werden, aber eine Behandlung dafür ist Interferon. So, in dieser Studie ist Betaferon verglichen worden mit Daclizumab bei diesen Patienten mit ziemlich fortgeschrittenen MS, die schon mehrere Sachen durchlaufen sind. Und hier sehen wir die Patienten, Frauen sind hier überwiegend vertreten, die Leute sind meistens Kaukasier und die haben schon vorherige Therapien von unterschiedlichen Sorten gehabt und
Der Verlauf wird dann bewertet mit irgendwelchen Skalen, wo ich mich auch nicht so auskenne. Und Gadolinium-MRT wird hier dann angewendet, um die Zahl der weißen Flecken oder Läsionen zu bewerten. Und was wir hier sehen, ist, dass die Daclizumab-Gruppe fährt besser. Hier ist Zeitverlauf zum ersten Rückfall. Und die Daclizumab-Gruppe fährt besser als die Interferon-Beta-Gruppe. Und der Unterschied ist hier vielleicht 15%. Wenn wir das auswerten für Zeit, der Verlauf bis eine weitere Behinderung stattfindet innerhalb von 12 Wochen, der Unterschied ist nicht berauschend, meines Erachtens. Ich bin kein Neurologe, aber ich glaube, ich würde jetzt nicht Eureka schreien, aber die Autoren waren begeistert von der Anwendung von Daclizumab bei diesen Patienten mit MS, gerichtet gegen CD25, dieser Untereinheit vom IL-2-Rezeptor. Dann dieses Paper fand ich wirklich spannend. Man hätte es ja vielleicht erwarten können. Wir wissen, dass eine Reihe von genetischen Veränderungen zur Krebserkrankung Tumoren führen. Dann könnte man sich auch vorstellen, warum sollte das für benigne Tumoren anders sein? Und hier geht es um den primären Aldosteronismus und der wird überwiegend ausgelöst von benignen Adenomen vom Nebennierenrinde, die dann Aldosteron produzieren. Und was man in den letzten 10 Jahren gelernt hat, ist, da sind auch genetische Veränderungen, die dafür verantwortlich sind. Und es sind unterschiedliche Sachen, Mutationen an einem Kaliumkanal, der heißt KCNJ5, kann zu Hyperplasie führen und endgültig Adenombildung. Dann ist auch ein Kalziumkanal, der hier involviert ist, der wird auch in Betracht gezogen. Und dies können auch als Keimbahnmutationen verlaufen, sodass dies dann in einem familiären Umfeld stattfindet. Aber stellt sich heraus, dass die meisten Nebennierenrinden-Adenome, die hier rausgepuppelt werden, das ist auch für Cushing-Syndrom so, sind irgendwelche somatische Mutationen, überwiegend in irgendwelchen Ionenkanälen, die für diese Hyperplasie dieser Zellen und der Entwicklung von diesen benignen Tumoren verantwortlich ist. Und hier geht es um was Neues. Und es geht um das CTNNB1-Gen. Und das CTNNB1-Gen kodiert für Catenin Beta 1. Und Catenin ist ein unheimlich kompliziertes Eiweiß, das mehrere Rollen innerhalb und außerhalb Zellen spielt. Es kann als Bindeglied, als Zell-Zell-Adhäsion-Protein dienen, aber es spielt auch innerhalb der Zelle eine Rolle, spielt auch im Zellkern eine Zelle eine Rolle in der Anschaltung von unterschiedlichen Genen. Und dieses Beta-Catenin ist ein Teil des sogenannten Wnt-Signaling. Und Wnt, so heißt es im Säuger. In der Fliege heißt das Wingless, weil Fliegen, die eine Mutation haben an Wingless, haben keine Flügel. Das Catenin-Gen in der Fliege heißt Armadillo. Und Armadillo ist das Gürteltier. Die Fliegengenetiker sind meistens ziemlich witzig und sie haben diese Armadillo genannt, weil dieses Armadillo, das Gürteltier, hat 9 Ringe. Und die werden Armadillo-Wiederholungen genannt in der Molekularbiologie. Wollen sie alles gar nicht wissen. Aber ich finde das enorm interessant, weil dieses Wnt-Signaling auch bei der Metastasierung von Krebserkrankungen für alles Mögliche spielt das eine Rolle. Und man hat hier diese 3 Patienten mit Aldosteron-produzierenden Adenomen hier gefunden. Und die haben Mutationen in Beta-Catenin. Und das ist ziemlich interessant, weil Beta-Catenin-Überaktivität führt zur Dedifferenzierung von diesen Zellen, sodass diese Zellen dann wieder andere Sachen herstellen, die sie eigentlich nicht herstellen sollten. Und darunter ist auch das luteinisierende Hormon und Wachstumshormon spielen hier eine Rolle.
Und die Rezeptoren für diese Sachen, die laufen über diesen Wilms-Signaling-Pathway. Und hier sind diese drei Patientinnen und die haben hier neben ihren Rinnenadenomen und machen Aldosteron und kriegen Hochdruck und Hypokaliämie und das ist hier gezeigt und die Bildgebung, wie man das herausgefunden hat und ihre Tumoren, wie die aussehen, histologisch. Dann hat man das alles durchsequenziert und man hat gesehen, dass hier sind die Mutationen in Beta-Catenin und Beta-Catenin-Aktivität ist hier erhöht. Im Vergleich, dies ist die Ladungskontrolle, sodass wir sehen, dass dieses eine Hyperaktion von Aktivierung von Beta-Catenin. Und was hier auch angeschaltet wird in diesen Arrays, interessiert Sie vielleicht nicht so sehr jetzt, aber ist der Rezeptor für leutinisierende Hormone und Wachstumshormone ist hier auch vertreten und auch Sachen, die zur Produktion von Aldosteron führen und das dann auch in diesen Immunohistochemie hier gezeigt. Und letztendlich ist dieses ziemlich guter Hinweis, dies ist eine neue somatische Mutation, die zu primären Hyperaldosteronismus führt. Und hier geht es nicht um den Kalium-KTN-J5 und es geht nicht hier um Calciumkanal, hier geht es um Mutationen in Beta-Catenin. Ich fand es interessant. In das Review im New England Journal geht es um Schlafstörungen und jeder zweite Patient beschwert sich wegen Schlafstörungen und es ist ein ziemlich gutes Review darüber, wie man die Leute bewertet und was man denen vorschlagen kann und ob das dann auch wirklich stimmt und wie man das Monitoring, wie man das bewerten kann und was für Medikamente die kriegen sollen. Und sollen Sie mal rauspuppeln und das mal lesen. Schlafstörung ist ein wichtiges Thema. Dann das zweite Review im New England Journal. Hier ging es um invasive Candidiasis. Und das ist ein häufiges Problem, führt zu Sepsis und alles Mögliche. Und das ist, dieses Thema ist auch im New England Journal bearbeitet worden. Und was die Risikofaktoren dafür sind und Immunosuppression und wie man die Diagnose stellt und wie man diese Leute am besten behandelt. Und das ist dann auch in diesem Review. Und so, wenn Sie mit Intensivstationen-Patienten zu tun haben, ist Candidiasis ein großes Thema und dann sollen Sie das mal rausholen und das mal auch lesen. Dann der Fall im New England Journal war dieser und es ging um einen 29-jährigen Mensch, der kommt rein mit schrecklicher Diarrhoe, die kaum behandelbar ist und keiner weiß warum. Stellt sich raus, dass vor 5 Jahren ist bei dem ein Thymom entfernt worden. Und hier ist es und Sie werden sich daran erinnern, Thymus ist ein wichtiger Bestandteil des Immunsystems und die Zellen hier werden weiterentwickelt und dienen dann auch dem lymphatischen System und wenn wir älter werden, wird der Thymus ein bisschen kleiner. Bei kleinen Kindern ist es natürlich viel größer, ist eine wichtige Rolle. Aber es gibt die Möglichkeit, dass diese Zellen sich hier entarten und das sind unterschiedliche Sorten von Thymom. Aber Sie werden sich daran erinnern, dass die Hälfte der Leute mit Thymom entwickeln Myasthenia gravis als Beispiel. Und das ist eine Autoimmunerkrankung. So kann man sich vorstellen, dass mit Thymom vielleicht auch andere Sachen schiefgehen. Und das ist das Thema im New England Journal in diesem Fallbericht. Und hier sind ein paar Laborwerte und was natürlich auffällig ist, ist, dieser Mensch hat ein Bicarbonat von 15 und so sehen wir schon die Auswirkungen von Diarrhoe bei diesem Patienten. Als schwerste Diarrhoe, das ist kaum behandelbar und ALAT und ASAT sind auch ein bisschen hoch und was uns hier nicht gegeben wird, ist der HB-Wert, aber das ist auch bei diesem Patienten wichtig, weil der auf einmal eine sehr schwere Anämie entwickelt. So, diese Konstellation ist eigentlich von Herrn Robert Good beschrieben worden, schon in 1954. Sie werden diesen Namen nicht kennen, aber der ist ungefähr der Vater von der modernen Immunologie. Hat viel beschrieben, wahnsinnig viel publiziert in den 70er, 80er Jahren, die unterschiedliche Formen von T-Zellen und dass es Killer-Cells und alles Mögliche gibt. Die Gewebeimmunabwehr im Vergleich zur antikörpervermittelter Abwehr hat das alles beschrieben. Und er hat auch dieses Syndrom bei Patienten mit Thymom beschrieben
Und das wird auch als Goods-Syndrom kennzeichnet. Ja, gucken wir uns mal diese Kolonbiopsie an. Und die Zotten sind atrophisch und wahnsinnig viele Entzündungszellen sind da, die nicht hingehören. Und dann kriegt dieser Patient im Prinzip eine aplastische Anämie. So kriegt er eine Knochenmarksuntersuchung. Wir sehen da ein paar müde Erythrozyten, aber alle anderen Vorläufer hier produzieren keine roten Blutkörperchen. So hat er auch diese aplastische Anämie. Und das gehört auch zu diesem Goods-Syndrom. Und die Myasthenia gravis auch, aber dieser Patient hat keine Myasthenia gravis. Er hat nur diese aplastische Anämie und diese schwerste Diarrhoe. Und also dies ist bei diesem Patienten eine Autoimmunenteropathie und eine reine Erythrozytenaplasie, die hier gezeigt wurde. Und es gibt keine, dies ist eine seltene Erkrankung, Thymome sind auch nicht so häufig, aber diese Patienten scheinen anzusprechen auf Cyclosporin und damit werden 3/4 dieser Patienten besser. Und hier sehen wir hier, hier ist ein Knochenmark von jemand mit diesem Syndrom und wir sehen hier keine Erythrozytenvorläufer und dann wird er besser und dann sehen wir hier Normoblasten und wir sehen dann wieder Erythrozytenvorläufer. Und das ist, was dieser Patient hatte. Dann im Lancet letzter Woche akutes Nierenversagen in China und will sie nicht totschlagen in dieser Geschichte, aber das akute Nierenversagen in China ist genauso wie anderswo. Das ist ziemlich häufig und die Ärzte merken es nicht und keiner passt auf. Und also die chinesischen Ärzte, vielleicht konzentrieren die sich zu viel auf grünen Tee und traditionelle chinesische Medizin, aber die verpassen akutes Nierenversagen genauso wie alle anderen Ärzte. Und darum geht es in diesem Paper in Lancet. Und das können Sie sich angucken, wenn, falls Sie nach China gehen und da im Krankenhaus arbeiten, dann können Sie das dann übliche Geschichte wie überall sonst auf der Welt. Das nächste Paper hat mich ziemlich beschäftigt. Es ist ein Lancet Paper und es geht um LP klein a. Und das ist ein Lipoprotein. Das heißt, es ist ein Protein auf diesen großen Fettkügelchen, die wir im Plasma haben, die sehr viel LDL-Cholesterin tragen. Und dieses LP klein a ist vielleicht nicht so wichtig, aber es beinhaltet diese sogenannten Kringelwiederholungen, die bei dem plasminogenen Molekül auch eine Rolle spielen. Und Leute mit hohen LP-Klein-A-Spiegel haben erhöhte Coronarthrombosen und ähnliches. Und man hat so die Vorstellung, dass das vielleicht mit diesen Kringelwiederholungen etwas zu tun haben könnte. Jetzt, wir haben keine Behandlung für erhöhtes LP-Klein-A. Wir können Lipophorese machen, aber die Kassen wollen das nicht bezahlen. So die beste Behandlung, was wir diesen Patienten zu bieten haben, ist, denen so viele Statine zu geben wie möglich, um LDL-Spiegel zu senken. Aber es wäre vielleicht ganz nett, wenn wir eine spezifische Behandlung hätten für Patienten mit erhöhten LP-Klein-A-Spiegel. Und hier ist eine, und das ist wieder eine Antisense-Strategie, sodass die Translation vom LP-Klein-A vermindert wird, sodass wir weniger von den Proteinen produzieren. Und dies ist wieder so eine Antisense-Strategie der zweiten Generation. Hierüber haben wir schon mehrfach geschrieben. Dieses Rückgrat von diesem Antisense-Molekül ist jetzt viel besser geworden, sodass es nicht so schnell abgebaut wird. Genau wie es in die Zellen reingeschleust werden, hat damit zu tun, ob noch ein kleiner Lipid-Bestandteil da dran gehängt wird. Und können Sie nachlesen, wenn sich das interessiert. Aber was hier gemacht worden ist, ist, diese Patienten sind dann randomisiert worden zu unterschiedlichen Dosierungen von diesem Antisense oder Placebo. Und leider Gottes werden die Lipidspiegel hier in Millimol pro Liter angegeben, anstatt Milligramm pro Deziliter, so dass ich ein bisschen in Verwirrung gerate. Aber diese Sachen waren auf alle Fälle erhöht. Und gehen wir mal wieder zurück. Hier sind die LP-Klein-A-Spiegel und die sind da ziemlich hoch. Und dann gibt man diese Leute dieses Antisense-Molekül und ziemlich lange, hier werden sie gespritzt und dann mit der höchsten Dosierung kann man die LP-Klein-A-Spiegel hier 75% hier senken, nicht schlecht, dann schleicht sich das langsam wieder hoch
und dann hofft die Firma, dass man das nochmal gibt, solange dass die Patienten das brauchen. Und das scheint zu funktionieren. Und das ist dann hier ausgewertet. Und die Nebenwirkungen gibt welche. Dieses macht ein bisschen Entzündung, wenn es hier gespritzt wird, aber schwer gravierende Nebenwirkungen wurden da nicht gezeigt und die Kinetik wird hier auch beschrieben und dies ist in Kommen, sodass wir in den nächsten Jahren werden wir unterschiedliche Antisense-Strategien für unterschiedliche Krankheiten oder medizinische Zustände anwenden, inklusive diesen. Dann hier ist ein Bild aus dem Lancet und was ist mit dem? Und Sie haben hier im Angebot, kann man sich schon vorstellen, irgendein Bodybuilder-Typ. Und was haben Bodybuilder? Ja, irgendwas mit Anabolika natürlich. Also soll das Pyoderma-Gangrenosum sein? Denke nicht. Nekrotisierende Fasziitis? Denke auch nicht. Dermatitis herpetiformis? Unwahrscheinlich. Dies nennt man Acne conglobata. Und der hat hier lauter Pickel. Freundin wahrscheinlich nicht so begeistert, aber diese Muskeln sind ja ganz schön. Und wir gucken uns mal diese Sachen an. Und dies ist Pyoderma gangrenosa, ziemlich ekelhaft und geht mit diesen unterschiedlichen Krankheitsbildern hier einher. Und häufig mit malignen Erkrankungen muss man dran denken oder anderen Sachen. Dies ist nekrotisierende Fasziitis, will man auch nicht haben. Streptokokken der Gruppe A sind hier überwiegend involviert. Dies ist Acne conglobata hier am Gesicht und das ist ziemlich schlimm. So sollte man die Anabolika vielleicht absetzen, wenn die die Ursache sind. Und Dermatitis herpetiformis ist im Prinzip eine Blasenerkrankung und wir sehen hier diese kleine Bläschenbildung und das ist ziemlich typisch für dieses Krankheitsbild.